Guten Morgen, Afghanistan. Ich war noch nie so früh wach. Es ist vor 7, 6:55 Uhr und ich sehe zum ersten Mal diesen wunderschönen Sonnenaufgang hier hinter diesem Gerüst. Aber an sich gibt es auch einen wunderbaren blauen Himmel und hinten sieht man die Berge wegen dem Moskitonetz jetzt nicht so gut. Ja, aber durch das dreckige Glas vielleicht ein bisschen besser. Ja, und das ist mein wunderschönes Hotelzimmer, was ich hier miete für 15 Euro die Nacht. Ich zahle aber noch 5 Euro extra und für 5 Euro gibt es Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Aber sehr häufig verschlafe ich die Zeiten, weil es strikt um zwischen 8:30 Uhr, 12, 12:30 Uhr, 17:30 Uhr abends. Also oft esse ich nur eine Mahlzeit, aber auch dann für 5 Euro lohnt es sich. Ja, es gibt hier auch Zimmer für 10 Euro die Nacht, aber ich wollte ein eigenes Badezimmer. Und ich muss sagen, die Dusche ist wirklich gut, ja, für Afghanistan. Wir haben einen heißen Wassertank, ja, und der Wasserdruck ist auch sehr, sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden hier. Es gibt viele Stromausfälle, aber das ist kein Problem. Das ist normal hier, denke ich. Ja. So, hier sieht man die Lobby. Ich glaube, die anderen Menschen schlafen noch, deshalb bin ich ein bisschen ruhig. Ich finde auch sehr schön, wir haben einen Balkon hier. Wunderbar. Oh, hier sieht man den schönen Vollmond. Und es ist herrlich, herrlich frisch heute Morgen. Ja, und ich bin noch nie oben, man sieht wahrscheinlich auch was. Obwohl, ich habe keine Schuhe an, es ist kalt. Und hier gibt es so ein kleines Zelt. Das ist auch sehr interessant. Vielleicht für Partys, obwohl Partys sind ja jetzt untersagt. Ja, und hier sind ein paar Slipper. Ich kann hier nicht rausgehen, das ist verboten. Ich muss mal mir was anziehen. Sind ja hier Moslems. Wenn die mich sehen auf dem Dach ohne Hose, also in Unterhose, das geht nicht. Ich ziehe mir was Wärmeres an auch. Ich will mir auch nicht, will auch nicht krank werden. Hosen an. Ich gehe mal hier hoch. Guck mal, wie der Ausblick ist. Ich bin mal gespannt. Leider läuft meine Zeit hier in Afghanistan ab. So, man kann hier gar nicht drauf. Das ist so ein Regendingen. Ja, aber man sieht wunderschön die Berge hinten. Ja, vorne macht ihr die Straße sauber. Und wir haben wunderschönes Wetter. Und auch die Luft ist wirklich gut hier. Ja, also ähnlich wie in Deutschland. Und was ich sehe gerade, ist Schnee. Guckt, seht ihr das? Hinten, die Berge haben Schnee. Das ist unglaublich. Wunderschönes Panorama. Absolut herrlich. Ich gehe wieder runter. Und vielleicht auch raus und gucken wir das Leben um diese Zeit an. Ja, es sind auch die letzten Tage. Es ist Donnerstag. Am Sonntag läuft mein Visum ab. Ich wollte es verlängern, aber es gibt anscheinend Probleme, da ich an der Grenze zu Pakistan keinen Einreisestempel bekommen habe. Ja, also sollte kein Problem bei der Ausreise sein, da ich den Ausreisestempel von Pakistan habe als Beweis. Aber sie wollen es nicht verlängern. Ich habe drei Freunde, die auch anscheinend keinen Stempel bekommen haben, die hier gekommen sind. Und die hatten keine Probleme bei der Ausreise, deshalb sollte es okay sein. Aber ich kann es halt nicht verlängern. Das ist schade, sonst wäre ich länger geblieben hier in Afghanistan. Egal, erstmal raus auf die Straße. Ah, ich muss mir einen neuen Rasierer kaufen. Guckt euch das an. Das Problem ist mit meinem Rasierer, der hat hier so einen Aufsatz. Ja, den kann man hier verstellen. Aber manchmal ist der einfach, wenn ich drücke, dann geht der komplett zurück, ja, durch den Druck und dann ist hier plötzlich alles ab und ich wollte den Part gar nicht abrasieren, jetzt muss ich ihn abrasieren. Da ist auch schon das nächste Problem, da bin ich mich am Rasieren und zack ist der Strom weg, ja, Stromausfall, pünktlich um 7:15 Uhr. Ja, jetzt sehe ich leider nicht so gut, ob alles gut abrasiert ist und ich habe hier keinen anderen Spiegel, wollen wir hoffen, dass es passt. So, eine kurze Haustour. Ja, sie haben hier so eine Batterie und mit einem Generator, ja, damit das Wi-Fi weiterhin funktioniert, wenn es einen Stromausfall gibt. Aber der hält nur 4 Stunden, obwohl die Batterie so groß ist. Ja, so hier, ich wohne hier. Dann gibt es hier ein bisschen, es gibt noch ein Bettzimmer. Morning. So, hier geht's raus. Das ist unser Vorgarten. Frisches Wasser, immer gut, so viel wir bräuchten. Und hier geht's raus.
Ja, das ist ein sehr unscheinbares Gasthaus. Das ist nicht auf Google Maps. Es ist hier etwas versteckt. Ja, ich frage mich, wo mein Taxifahrer ist. Der war sonst immer jeden Tag hier, den ganzen Tag. Da kommt er doch. Ja, mein Taxi. So. Guten Morgen, good morning. Let's go to District 1. To the market. To the city. Was? Ja. To the city. So ja, das ist mein wunderbarer Fahrer. Er hat schon Unfälle mit den Taliban gemacht. Er vorne mit den Taliban aufgefahren. Die Taliban kamen raus mit ihrer Waffe, gucken sich den Schaden an, aber fahren weiter, sagen nichts weiter. In Deutschland wird Polizei gerufen, Blechschaden, aber hier nicht. Ja, los geht's. Ah, ist wirklich schön, so früh draußen zu sein. Ja, wunderbares Wetter, man sieht die Leute, man kann das Leben beobachten. Das sind die letzten Tage hier in Kabul. Ja, ich hab zu viel Zeit verschwendet mit dem Versuch, mein Visum zu verlängern. Und auch Geld, das hat 40 Euro gekostet und dann wurde es trotzdem nicht genehmigt. Ja, wegen dem Stempel. Sehr, sehr ärgerlich. Emma hat ihr Visum bekommen, aber ich nicht. Ja, aber Emma will auch gar nicht so viel länger bleiben. Eigentlich schon eine Woche. Und dafür müssen wir dann erstmal 80 Euro bezahlen für die Verlängerung und 40 Euro für diesen Brief, diese Genehmigung. Aber ich musste die 80 Euro nicht bezahlen, weil mein Visum ja nicht genehmigt wird. Also nur 40 Euro, aber dann 3 Tage immer hin und her, Büro. Ja, und sehr, sehr ärgerlich. Und diese Zeitverschwendung. Deshalb will ich heute den Tag genießen. Aber ich versuch's nochmal. Ich gehe nochmal hin und frage letztes Mal, ob es nicht geht. Gestern wollten sie halt sagen, sie rufen die Grenze an und schauen, ob ich da eingetragen bin. Und dann meinten sie, wenn ich eingetragen bin, wollten sie mir einen Brief ausstellen, dass ich zur Grenze gehe und dort den Stempel abholen kann. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass sie mich mit dem Brief dann doch das Visum direkt verlängern lassen. Ich glaube zwar nicht, aber ich will es mal versuchen. Außerdem waren wir gestern bei dem großen Boss und ich will ihm nicht, ich will ihm Respekt zeigen, dass ich zumindest nochmal hinkomme und sein Angebot annehme. Ja. Hier in die City, ja, fahren wir hier zum Markt. Ja, in 15 Minuten. Ja, hier ist gut. Ja. Er spricht leider kein Englisch, weder Deutsch noch Englisch. Ja. Deshalb. Aber man sieht das Leben. Und wir sind 8 Uhr morgens jetzt. Ja. Die Geschäfte sind schon auf. Ja. Also es ist mehr los als in der Nacht. Denn nachts ist hier nichts los. Ja. Hier interessant, was das überhaupt ist. Ich denke, es gibt viel zu entdecken, was ich noch nicht gesehen habe. Ja. So. Einfach mal gucken. Ja, viele Leute fahren auf Fahrrad. Das finde ich sehr schön. Ja, so eine Fahrradstadt wie Holland. Ja, guckt euch die Leute an. Alle haben schöne Fahrräder. Links und rechts. Ja, man sieht schlecht, weil die Sonne blendet. Sie machen den Müll sauber. Also es ist organisiert hier. Also Kabul ist wirklich schön. Ich denke, ich komme auch zurück. Nur es ist das Wetter, es ist kalt jetzt. Ja? Und ich komme lieber im Sommer wieder. Ja? Ich würde ja länger bleiben, aber es geht ja nicht wegen dem Visum und ein neues Visum machen. Ich muss auch zurück nach Deutschland. Deshalb. Achso, und es tut mir leid, ich habe ja angeboten, Sachen mitzubringen. Es ist jetzt etwas spontan. Viele Leute haben mir geschrieben, dass sie Sachen wollten und alle wollten was anderes. Verschiedene Kleidungsstücke, Teppiche, Mützen, Hüte. Und leider ist mein Visum ja jetzt, dass ich es nicht verlängern kann. Und ich habe keine Zeit, mich um alles zu kümmern. Ja, außerdem fahre ich nach Tadschikistan jetzt mit dem Taxi. Ja, und dann von Tadschikistan auch nach, Usbekistan. Und das ist natürlich dann viel Gepäck, das ich dabei hätte. Ja, das wäre jetzt kein Problem gewesen. Es geht nicht ums Gepäck. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss ja noch was erleben hier in den letzten Tagen. Morgen oder übermorgen fahre ich da schon nach Tadschikistan. Mein Visum läuft am Sonntag aus. Ja? Ich habe nur noch 2 Tage hier. Ja, das ist das Problem. Gucken wir mal, wo wir hinfahren. Er kennt den Weg. Er braucht kein GPS. Ja, obwohl, nicht immer kennt er den Weg. Hier oben sitzen Menschen auf dem Dach. Ich glaube, das sind Taliban. Die haben hier so eine Waffe. Zur Sicherheit. Ja. Da
krass. Also ich bin jetzt schon einen Monat hier und den ganzen Monat ist kaum was passiert, also hinsichtlich Terror. Einmal gab es eine Autobombe, aber sonst nichts. Ja, alles ruhig im Moment. So, jetzt sind wir hier auf dem Markt, kurz nach 8 morgens. Ja, man sieht die Leute gucken. Jetzt die Frage, würde die Sonnenbrille helfen vielleicht? Ja, bisschen undercover zu sein. Ja, aber niemand trägt Sonnenbrille hier. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es hilft. Aber gut. Ja, so, hier ist Frühstück. Sie haben Eier immer und auch Brot. Ja. Und auch Fleisch anscheinend. Ja, so. Ist wie immer. Interessant. Und hier ist es kalt. Man sieht, die Leute haben Decken. Hier, es gibt heißes Wasser, Tee. Natürlich hier auch Pommes. Auch Fleisch. Aber hier muss man vorsichtig sein, ja. Es ist wie in Indien und Pakistan, man kann sich schnell den Magen verderben. Am Straßen würde ich sehr, sehr aufpassen. Ja, wenn, dann hier, das sieht doch sehr gut aus. Guck mal, die haben doch hier so Säfte. Hol ich mir doch mal so einen Saft. Hier gibt es Hühnchen. Hallo, good morning. Do you have a juice? Yes, juice, this is yogurt. Yogurt not, it's cream. Cream, all right. I would like to have a juice. Do you have a fresh pressed juice? Yes. Over here or? Where is the juice guy? Good morning. I would like to have a juice. Do you have the orange? I mean here, this one. What is this? Do you have orange juice? Orange, lemon? Ah, da kommt mal ein Saft. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Nur fragen, es wird schon nicht zu teuer sein. Maximal 2 Euro schätze ich. Ah, und es schmeckt fantastisch. So, der Saft war nur 100 Afghani, also 1,10 Euro. Sehr gut für einen frisch gepressten Saft. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bin. Der Markt hört auf. Ich gucke einfach mal. Da oben sieht man die wunderschönen Schriftzeichen. Afghanistan ist wie Hollywood. Ah, sie machen die Straße. Hallo. Ah, ich darf hier nicht filmen. Ja, man sieht, sie machen Bauarbeiten. Unter den Taliban wird trotzdem noch sehr gut gehandhabt. Ich glaube, hier vorne geht es zum Markt. Ja, verschiedene Projekte, warum man das nicht filmen darf, die Bauarbeiten. Ja, ist auch was Gutes fürs Land, würde ich sagen. Aber wie man sieht, das Leben funktioniert in Afghanistan sehr gut. Gehen wir mal gucken, was es hier drüben auf der anderen Seite des Flusses gibt, der ja gerade ausgetrocknet ist. Ja, hier klopft die Walnüsse auf hier. Ah, sehr lecker. How much? Wie viel kostet es? Ja, das ist viel Arbeit. Ja, hier sieht man den Fluss. Leider, es gibt viel Müll und auch kein Wasser. Ja, hier gibt es ein paar Menschen. Hier hat sogar im Fluss einen Teeladen hier unten. Sehr interessant. Ah ja, er macht auch die Walnüsse. Ja, Walnüsse sind relativ günstig hier in Afghanistan. Das finde ich gut. Ich habe aber schon ein Kilo zu Hause für 6 Euro noch was gekauft. Wie man sieht, das Leben hier ist mittlerweile schon aufgewacht und es ist sehr, sehr voll. In dem ganzen Monat, wo ich hier in Afghanistan bin, hatte ich doch nicht diesen Stadtteil besucht. Also doch den Stadtteil schon, aber noch nicht diese Straße. Es ist sehr schön. Sie haben hier Gewürze, Nüsse, trockene Früchte. Ja, und es ist wunderbar. Guck, er macht hier die Nüsse. Wow. Ja, man muss vorsichtig sein. Habt ihr gesehen? Die Nuss ist runtergefallen auf diesen nicht so sauberen Boden und da hat sie einfach wieder reingelegt. Also selbst hier kann man sich den Magen verderben. Man muss wirklich vorsichtig sein. Ja, hier sprüht auch etwas. Ich glaube, das ist nur Feuchtigkeit. Ja, hier die. Ja, sehr schön. Hier Rosinen. Sie haben alles. Ja, er hat hier auch etwas, was verkauft. Eier. Eier, oder? Was ist das? Ah, gekocht zum Essen, ja. Oh, vielleicht später, dankeschön. Ja, sie verkaufen gerne gekochte Eier, sehr gut für Protein. Aber jetzt habe ich gerade noch keinen Hunger. Und ich denke, die Eier sind auch sicher, da kann man sich den Magen nicht verderben. Die haben Schale. Ja, also sowas kann man ruhig zum Frühstück essen. Guten Morgen. Good morning. Yes, nice. Your shop looks very nice. Ja, so. Viele Rosinen, das Rosinenfachgeschäft. Ja.
Hallo, guten Morgen. Good morning, thank you. Dasako. Good morning, yes. How going, thank you. Sehr nette Menschen, alles sehr freundlich. Es ist auch wichtig, dass man positiv ist, ja? Dass man selber lächelt, damit die Leute auch sehen, dass man nur gute Intentionen hat. Nicht ernst sein und sagen, oh, was machen Sie hier? Ja? Dann sind sie natürlich auch nicht freundlich. Ja? Das ist also ganz, ganz wichtig, wenn man reist, gute Laune zeigen. Ja? Denn gute Laune wird mit guter Laune erwidert. Nicht immer, aber in der Regel. So, was haben Sie hier? Was ist das? Vaseline. Vaseline ist gut für dry hands. Oh. Ja, für trockene Hände haben sie hier Vaseline. Auf der Straße zu verkaufen. Ich habe meine Vaseline. Oh, sogar ein ganzes Paket. Oh. Mit verschiedenen Sachen. Und oh. Keine Ahnung, was sie hier haben, aber ja. Das sieht sehr gut aus. Dankeschön. Dankeschön. Sashako. Ja. Sehr interessant zu sehen, es gibt auch eine rote Flagge. Nicht immer weiß, auch verschiedene Farben. Bunte Afghanistan-Flaggen, das gefällt mir. Da gehen wir einfach planlos durch die Straßen. Hier kommt der Windelmann. Ja, wahrscheinlich Nachwuchs. Ja. 4, aber Baby schon größer, 4 Monate. So, gehen wir ein bisschen hier abseits der Straße. Es gibt hier sogar noch so viele Hallen. Man kann überall hier. Also der Markt ist absolut gigantisch, sage ich euch. Hier, Spaghetti, alles gibt es hier. Sehr, sehr faszinierend. Aber hier stinkt es auch. Es ist verstaubt. Sie haben hier Mehl, glaube ich. Alles Mehlprodukte, die sie hier verkaufen. Mehl und Gewürze. Diese Gerüche sind einfach, man kann es nicht beschreiben. Ja? Teil der Atmosphäre. Ich kann diese Gewürze auch nicht einordnen, was das ist. Die Menschen niesen, sieht man hier schon. Ja? Immer chaotisch durchgehen. Gucken, was man findet. Ja, man trägt einen Sack. Hallo, guten Morgen. Was das ist, ich kenne diese Gewürze gar nicht. Barbus. Oh, sieht sehr gut aus, die Gewürze. Ah, unglaublich, ich kenne es nicht. Es ist faszinierend, eine tolle Welt. Dankeschön. Auch hier, was ist das? Wow. Unglaublich. Und diese Gerüche, dieser Markt ist faszinierend. So, da geht es wieder raus zur Straße. Ja. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ja, Karren. Gehen wir hier nach links. Einfach gucken, was man findet. Einfach mal geplant verlaufen. Das ist mein Ziel. Ja? Wenn man raus will, dann fragt man einfach. Ja. Gucken, was es gibt. Hier Öl, Eier wieder. Wieder Gewürze, also nach einiger Zeit wiederholt es sich ein bisschen, aber man entdeckt auch immer was Neues. Ja, es ist nicht alles gleich. Die Kinder, sie haben diesen Rauch. Das ist irgendwie, sie segnen die Leute mit diesem Rauch. Ja, sehr interessant. Guten Morgen. You're gonna use the smoke, right? Ich verstehe es gar nicht, ja. Ich glaube, sie machen es zum Segnen. Ah, sie tun das da rein. Okay. Ah, interessant. Ihr müsst euch teilen, das Geld. Dankeschön. Ja. Wow, ich verstehe es nicht. Ich glaube, sie segnen die Leute damit. Aber wieder was Unglaubliches. Überall gibt es was zu entdecken. Das finde ich so toll hier. Aber leider, die Zeit läuft ab. Dafür Tadschikistan als nächstes. Denke ich auch sehr interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe nichts erforscht, was es in Tadschikistan gibt. Deshalb auch eine Überraschung. Was ich sagen kann, aber es ist kalt. Ja, es wird nachts bis 0 Grad, man sieht den Schnee schon in den Bergen.
Ja, hier die Schubkarren. Danke, muss euch wegnehmen. Ja, hallo, guten Morgen, wie geht's? Ah, ich höre, was hält es? Hier für Deutschland. Deutschland, yes. Englisch. Englisch, ne? No English, no English. No, no. Deutsch. He is jealous and very, very love. Ah, but you speak English, very good. Yeah. He loves Afghanistan. Yes. I also love Afghanistan. Oh, yeah. What is this? Afghanistan, Zindabad. Afghanistan, eh? Oh, no. Afghanistan. Yes, Zindabad, Afghanistan. Very nice. And is it your shop? Where do you walk? Zindabad, Afghanistan. Ah, you have the carts. Ah, die Karren. Ah, und sie trinken Tee hier auch, ja. Zindabad. Dankeschön. Zindabad, dankeschön. So. Nette Leute, aber Sprachprobleme. Übrigens, ich treffe aber heute einen Freund, einen Afghanen, und er wird in Deutschland studieren. Also hoffentlich, inshallah. Er hat schon die Genehmigung der Universität. Er hat 6.000 Euro bezahlt, ja, was ja eigentlich nicht so nötig ist. Also hat er alle Papiere und wartet nur noch auf den Termin mit der Botschaft. Ja. Aber es gibt keine Botschaft hier in Afghanistan. Noch nicht mal ein Konsulat, nichts, keine deutsche Vertretung. Also wenn ich den Reisepass verliere, gibt es Probleme. Ja, er ist hier in der Tasche, gut versteckt. Man muss ihn auch mal mitführen, ist leider ein Problem, also ein Risiko ist zu verlieren, aber man wird halt relativ oft kontrolliert. Ich würde jetzt nicht sagen einmal am Tag, aber jeden zweiten Tag mindestens einmal. Ja, auch bei den Behörden brauche ich ihn sowieso. Jedenfalls, es gibt keine deutsche Vertretung, also ohne Reisepass gibt es große Probleme. Ja, keine Ahnung, was dann ist. Jedenfalls, genau, er muss deshalb nach Pakistan, ja, oder Iran. Ich kenne andere Afghanen, habe ich hier getroffen, die gehen nach Iran für ihr Visum, aber er geht nach Pakistan. So, schauen wir uns den Markt etwas weiter an. So, da vorne gibt es einen Turm, den ich noch nie gesehen habe. Da laufen wir jetzt mal geschwind hin und gucken uns das Leben hier auf der Straße an. Ja. So. Chaotisch. Man muss aufpassen. Hier verkaufen chinesisches Zeug. Ja, die schleimigen Gemüse. Guten Morgen. Ja, ich weiß nicht, ob die guten Morgen verstehen, aber sie sehen die Vibes, die positiven Vibes, das ist das Wichtigste. Hier Tomaten, Kartoffeln, ja, er macht Pommes. So, da vorne gibt es einen Turm, da wollte ich hin. Und hier vorne sieht man auch hier die alten Häuser, nicht die alten Häuser, diese Häuser ins Gestein gebaut, in den Berg. Sehr interessant. Er hat auch hier die Pomegranates. Hey. Sehr lecker. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Englisch? Yeah. No, Englisch. Yes. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Mehrere Geschäfte. So, jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Turm beim Kreisverkehr. Es gibt eine Uhr. Aber sie geht eine Stunde vor. Ich wusste gar nicht, dass es Sommer- und Winterzeit in Afghanistan gibt. Aber es steht halb zehn, aber wir haben eigentlich nur halb neun. Ein Pferd. Ja. Kommt vorbei. Und dieser Turm ist wirklich faszinierend. Ich habe ihn noch nie gesehen. Vor allem auch mit den Vögeln. Und den Favelas im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Indien, Indisch, Reis, ah ja, Reis und Öl, eine der Hauptnahrungsmittel hier im ganzen Raum, ja. Afghanistan gehört übrigens auch zu dieser indischen Gruppe mit Pakistan, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka, ja, wir vergessen diese ASEAN-Staaten oder wie es heißt, ja, da gehört Afghanistan auch zu, und Afghanistan ist de facto gar nicht so unterschiedlich.
Ich würde sagen, es ist sehr ähnlich zu Pakistan. Natürlich ist es anders, aber das ähnlichste Land, was ich bisher besucht habe, war Pakistan. Es kommt dem Land am nächsten. Ja. Die Leute hier würden aber auch sagen, die Holländer sind ähnlich wie die Deutschen. Und das stimmt ja auch. Und genauso sage ich, die Pakistanis sind ähnlich wie die Afghanen. Ja. Die Unterschiede werden halt immer kleiner, wenn man nur ins Nachbarland reist. Ja, als wenn man um die halbe Welt fliegt. Da sind die Unterschiede halt groß. Aber letztendlich gibt es überall Autos, Menschen, Essen. Interessante Cover haben sie mit dem Baby. Auch hier ein Baby. Mit blauen Augen. Auch hier ein Baby. Hallo, guten Morgen. Assalamu alaikum. Ist das Mehl? Is it flour? Englisch. 50 Kilo haben sie. Und Russisch. Man sieht, die Zeichen sind alles Russisch. Hier, RU. Romana Kost. Ja. Kasachstan. Ah, Kasachstan. Okay. Von Kasachstan. Flour, ja. Mehl. Ah ja, Mehl aus Kasachstan. Mit Babys. Sehr schön. Dicke Kinder. Dankeschön. Ja? Tashako. Oh, thank you. Ja? Ich glaube, er lädt mich zum Tee ein. Das ist hier einfach Höflichkeit, aber ich kann den Tee nicht vertragen. Wegen dem Koffein. Er hat viel Koffein. Auch wenn es grüner Tee ist. Ja, ich bin ja so schon munter genug. Hier ein Fußball, passend zur WM. Die nächste Woche Sonntag, Katar, ja. Ja, zur WM, Fasten. So. Übrigens, ja. Hallo, wie geht's? Ja, er hat ein Kartenspiel. Was hat er hier? Ein Kartenspiel. Magic. Hallo. Ist Magic. Wow. Die Kinder spielen Magic hier. Der Deckmaster. Ist das sogar Deutsch? Na, Englisch. Ah, interessant. Ja. Ich spiele zusammen, ja? Wow. Sehr interessant. Der Junge bringt den Mann im Brotgeschäft Magic-Karten. Ja, interessant, was sie hier machen. Ja, so ihr Hobby. Hier hat auch noch etwas Mehl. Hier ist die Mehlstraße anscheinend. Ja, Mehl, Eier. Alles, was man braucht. Ja, die Häuser. Oh, ihm fällt etwas runter, aber er schafft es schon. Er braucht keine Hilfe. Assalamu alaikum. So, hier eine schöne Moschee zur linken. Und Mehl zur rechten. Oh, ein Waschmittel, auch mit Babys. Überall werden Babys. Babys auf Mehl, Babys auf Waschmittel. Ja, assalamu alaikum. Interessant. Ja, guten Morgen. Englisch? Ich bin Englisch? No. Deutsch, Alman, no. Yes, no. Wieder Problem, Sprachprobleme. Aber gleich kommt Stafjula und er wird mir etwas helfen. Oh, und der Vogel singt. Sie werden hier trainiert zum Singen. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Guckt euch den Vogel an. Ja, das Problem ist, wenn man den Vögeln Aufmerksamkeit gibt, dann singen sie nicht mehr. Ja, man muss die Vögel in Ruhe lassen. Wenn man sie filmt, hören sie auf zu singen. Sie sind kamerascheu. Hallo, guten Morgen. How are you? Yes, very good. You speak English? Who? Ja, sehr gut. Ja, I make videos for the people in Germany. Yeah, the Afghan people in Germany like to watch. Yes. Yes. Yeah. Thank you very much. Yes, thank you very much as well. Is this your shop? Who? This is your shop? Who? Ah, I see. Interessant. Sie haben hier Afghan Company mit Super Mario und Burj Al Arab in Dubai. Yes. Und was ist das hier? Yes. Nudeln. Yes. Ja, Nudeln. Sehr interessant. Unglaublich. Ja, Potato Snack. Ah, hallo. Guten Morgen. Ja, Kartoffel, Snacks, alles Mögliche finden Sie hier. Energy Drink. Ja, sie lieben die Energy Drinks. Okay, Wiedersehen. Babyprodukte. Ah, Marsha hier. Interessant. Sie mögen diese russische Cartoon ist das. Ja, aber auch Afghan Food. Ja, das ist eigentlich sogar interessant, einfach die Produkte zu filmen. Ja, zu sehen, was sie hier anzubieten haben. Ja. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Assalamu alaikum.
Candy. Ja, jetzt, wir brauchen noch ein bisschen Süßigkeiten für die Kinder, wenn wir jetzt gerade hier sind. Welche sind die besten? Welche Süßigkeiten sind die besten? Toffee? Toffee. Toffee ist gut. Toffee. Ja. This one, Hazelnut. Ist toll, Toffee nicht. Naja, wir wollen aber auch was Schönes für die Kinder. Was wollen sie denn? Toffee. Ja. Nehmen wir. Hat das Koffein? Was ist denn Toffee? How much? 80. 80? No, 80 only? 80. 80? 80, yes? 80 now, morning. Okay, that's very good. 80 Cent. So, jetzt habe ich wieder ein halbes Kilo Süßigkeiten, wenn die Kinder kommen. Ja, ich hoffe, die mögen das. Ja, es hat kein Koffein, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, was ist Toffee? Ich esse keine Süßigkeiten. No, aber ich mag Haribo, aber sonst nichts. Ah, hier ist die Süßigkeitenstraße. Überall gibt es was. So, jetzt aber aufpassen, ich würde es verstecken, bevor die Kinder kommen. So, frische Eier werden geliefert. Mit Datum, sehr gut. Ja, was das auch ist, weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir zum anderen Teil. Hallo, guten Morgen. How are you? Ja, sehr gut. Very good. Ich speak English. Hello. Oh, nice to meet you. How is your farm? Oh, everything very good. You walk here? Can you tell me, what is this market? This market is Japaria. Japaria? Japaria. Japaria? Ja. Ah, Sie haben geheiratet. Let's be together forever. Ja, so. Sehr interessant auch hier. So, nochmal kurz zum Thema Taliban. Ich habe ja einen Taliban-Sticker, damit die mich an dem Checkpoint nicht so kontrollieren. Und ich denke, es ist auch ein gutes Zeichen, dass man Unterstützung zeigt. Aber generell bin ich natürlich kein absoluter Befürworter wegen den Frauenrechten. Das ist der Hauptkritikpunkt von mir. Ansonsten muss ich sagen, dass die Taliban mich sehr gut behandelt haben, während ich hier in Afghanistan war. Ja, sehr freundlich, höflich. Und ich hatte absolut keine Probleme, bis auf die Befragungen natürlich. Aber ich wurde zum Essen eingeladen, immer Tee angeboten, also nie Probleme. Generell befürworte ich aber trotzdem, dass die Sanktionen eingestellt werden, damit das Land ein bisschen besser gedeihen kann. Weil, was soll man machen? Man muss offen zum Dialog sein mit dem Land. Ja? Dann kann man auch über die Frauenrechte reden. Und es ist jetzt nicht so streng, wie es früher war. Es gibt zum Beispiel Frauen, sie dürfen in die Universität gehen, aber nur bestimmte Studiengänge, wie zum Beispiel für die Krankenschwestern, sie dürfen studieren. Und sie dürfen auch bis zur 9. Klasse in die Schule gehen, alle Mädchen. Und sie dürfen auch alleine einkaufen gehen. Ja, also so ist es nicht. Also es ist nicht so schlimm, wie viele Leute es sich vorstellen. Ja, aber es könnte auf jeden Fall besser sein. So, ansonsten keine Politik mehr hier. Das ist kein Politik-Channel. Wir wollen die Kultur sehen. Die Geschäfte, die Menschen, ja, die Produkte, das Essen, das Leben. Darum geht es hier und nicht um Politik. Ja, also bitte, ich will mich nicht über Taliban unterhalten, generell. Ja, und die Politik vor allem. So, was haben Sie hier? Oh. Oi, oi, oi. Is it, can you eat it? Hier? Can you eat it? Oh. Chaka, Chaka, lecker, lecker. das ist saure Creme. Oh, sehr lecker, diese Creme. Ja, ähnlich wie in der Mongolei. Ja, aber es ist ein Tierprodukt. Tierprodukte sind natürlich oft für durch misshandelte Tiere und das geht nicht. Ja, und das ist auch ein Problem. Auch wieder Süßigkeiten. Ja, hier ein Ärzte-Center. Ja, gucken, was sie hier haben. Kinder, Klopapier. Pferdeklopapier. Oh, sehr gut. Salam alaikum. Englisch? No, no Englisch. Sehr gut.
mehr Energy Drinks, aber ich kann auch nicht mal Tee trinken. Ja, ich denke hier, die meisten Leute sind koffeinresistent und ich bin extrem koffeinempfindlich. Ah, oh, aber hier, diese Geschäfte habe ich schon nie gesehen. Richtige Wolle jetzt für den Winter. Wow, Englisch? Na. So, wir sind jetzt hier in einer kleinen Gasse gelandet, direkt neben der Hauptstraße. Und ich finde es so interessant, wie man sehen kann, wie von einer super beschäftigten Straße es hier zu so einer ruhigen Nebengasse gehen kann. Das ist unglaublich. Ja. Interessant, das Leben zu sehen. Ein bisschen hier, was die Leute machen einfach. Die Kinder, wohnen sie hier? Hallo. Assalamu alaikum. Man sieht, Frauen gehen auch alleine durch die Straße. Also es ist nicht zu streng. Ja, the children are whistling, eh? Hello. Fine. Good, yes, you speak English. Nice to meet you. Ah, very nice. Where are you from? Germany. Germany? Yes, yes. The kids want some candy. Here you get two candy and you get two candy. Oh, you find this is my friend. Ah, nice to meet you. I see. You live here. Where are you going now? I'm going to coffee shop. Coffee shop? Yes, for work, yes. Or for study? What do you do? Work. What do you do? What is your job? Job is drive the tea. Shopkeeper. Ah, you're shopkeeper for tea shop. Yes, shopkeeper. Dashako, thank you very much. Nice meeting you. Yes, nice to meet you. Goodbye. Goodbye. So, very good, thank you. So hier, sehr interessant auch zu sehen. Brot und Louis Vuitton, ja, zusammen. Sehr, sehr interessant, sehr schön. Und die Leute bringen Sachen weg hier. Oh, und sehr schön, sie haben Blumen hier an den. Interessant, hier ist eine Baustelle, ein altes Gebäude. Ich weiß nicht, was sie hier machen. Also arbeiten, das machen sie auf jeden Fall, aber ich glaube, vielleicht reißen sie es ab. Sie haben natürlich nicht so moderne Geräte wie in Deutschland. Ja, die Haut, wie ein Deutscher. Hallo. Wow. So weiß, weiße Haare, weiße Haut. Hallo. Interessant hier, die Architektur. Ich weiß nicht, was das ein Gebäude ist, eine Moschee oder etwas, aber es ist sehr alt und alte Sachen sind immer sehr interessant und auch irgendwie schön. Das Alte gibt ihnen etwas Flair. Ja, hier. Die Männer müssen sehr schwer tragen. Man sieht. Hallo, assalamu alaikum. Ja, ich weiß nicht, wie schwer diese Säcke sind. Lass mal gucken. Oh, die sind unglaublich schwer. Das sind 100 Kilo, würde ich schätzen. Ja, das ist zwar hier, man sieht, das ist weich, aber das ist extrem schwer. Textilien, das ist eine Textilienstraße. Ich glaube, gleich kommen wir wieder zum Markt. Hier gibt es Sämaschinen und wir sind wieder bei der Hauptstraße, was man am Verkehr sehr gut sehen kann. Aber da die Autos hier stehen, ja, kann man auch sehr gut durch die Straßen laufen. Es bewegt sich nichts. Stau im Zentrum Kabuls. So, jetzt kommen wir wieder zum Markt. Die Schubkarrenmänner. Hier gibt es Fisch und Möhrensaft. Oh ja, sieht gut aus, aber nein. Lieber nicht. Auch hier sehr interessant, die Geschäfte. Uiuiui. Was ist das? Megen. Wow. Die Scheren. Sehr interessant. Sehr, sehr faszinierend, der Markt. Unglaublich. So, mal versuchen mit der DSLR zu filmen. Hier, in der beschäftigten Nachbarschaft. Ja, was denkt ihr über die Qualität der DSLR oder der normalen Kamera? Ist es denn ein großer Unterschied? Oder ich denke, die kleine Kamera ist einfacher. Außerdem wackelt es weniger und der Ton ist besser. Hier noch ein Restaurant und hier, er verkauft Mägen, glaube ich. Ja, nicht sehr appetitlich für mich.
Es gibt hier was zu essen. Ja. Und hier vorne sind wir wieder auf dem beschäftigten Markt, wie man sehen kann. Es ist viel los. Naja, hier die Hühner. Very nice to meet you. You speak very good English. Yes. Yes. Where are we right now here? Yes, this is Jola. Ah, Jola. Okay. Okay, Flakishi, right. Aha. This is the Jola Market. Okay, thank you. Very nice to meet you. Thank you. So, jetzt sind wir hier im Epizentrum des Marktes. Also sehr, sehr viel los. Ja, sie haben alles. Uhren, Brot. Ja, absolut. Und man sieht niemanden hier mit Sonnenbrille, außer mich. Aber es ist sonnig. Ja, blauer Himmel, wie man sieht. Ja, ja. Blauer Himmel, Englisch? Nein, kein Englisch. Deutsch? Nein, auch kein Deutsch. Alban? Nein. So. Wenn Sie kein Englisch sprechen, sprechen Sie in der Regel auch kein Deutsch. So, hier gibt es leckeres Brot. Ja. Und hier ist viel los. Viele Menschen, viele Geschäfte. Viele Märkte. Ja. Und auch die Taliban. Aber hier gibt es warme Kleidung. Ja. Sehr gut. I like this jacket. It's a good jacket. Where did you buy this jacket? Hier der Markt geht weiter. Es ist echt viel los. Oh. Schuss. Ah, yes. Nice shoes. Yeah, good shoes. Dirty. Ah, clean the shoes. You do? Oh, no, thank you. Tashako. Hier, das ist auch, was ich suche. Diese Mützen. Oh, sehr schöne Mützen. Ja, man sieht die Mützen. Aber diese Mütze gefällt mir nicht so gut. Ich suche noch eine andere Mütze. Vielleicht so etwas. Aber die sind auch klein, die sitzen nicht gut. Ja, diese vielleicht. Jetzt die Mütze besser. Ja, die sieht doch gut aus. Ja, sehr gut. No, I like it.